Es gibt unklare Situationen, was das Bundesverfassungsgericht sagen würde, wenn man sagt, die Partnerschaft ist ein Ergebnis. Aber die absolute Gleichstellung ist möglich, die ist auch eröffnet durch eigene Sprüche des Bundesverfassungsgerichts und deshalb sagen wir, ja, die Gleichstellung der Partnerschaft mit der Ehe in jeglicher Form ist möglich, ist auch grundgesetzlich abgesichert und sollte zustande kommen, so schnell es geht, wenn es, wir es machen können, in der nächsten Legislaturperiode wird das können, wird das so kommen. Ich habe Zweifel, dass die CDU, CSU das machen würde, deshalb unter anderem möchten wir ja auch gerne die Wahl gewinnen, das ist ganz klar. Aber ganz im Ernst geblieben, jawohl, das ist möglich, das wollen wir und das wollen wir auch umsetzen. Und auch da sagt mir meine Tochter natürlich Bescheid. Ich mir das genau vor, wie das eigentlich funktioniert, wie das eigentlich mit ihrer Sabine ist. Wir haben sie ein Haus gekauft, das ist ganz lebenspraktisch. Also jetzt haben wir ein Haus gekauft, und muss auch klar sein, dass wir zusammen das alles machen können, dass da nie Probleme entstehen, auch wenn Krankheiten ist und das ist und jenes ist. Also wir möchten auf jeden Fall. Also, zweitens Regenbogenfamilie. Da bin ich Brigitte Zügel ist sehr dankbar, dass sie die Studie jetzt offengelegt hat. Sie haben ein bisschen vorgekritisiert, dass sie da vielleicht lange drauf gesessen hat. Ich kann das nicht so genau beurteilen, wie lange man das gewusst hat. Jedenfalls ist nun da. Deshalb muss man da die Konsequenzen daraus ziehen. Es ist ganz offensichtlich so, dass Kinder, dadurch, dass sie in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, in solchen Familien leben, keinerlei Nachteile haben. Und deshalb ist ein altes Argument, was da immer wieder läuft, auch obsolet geworden. Und deshalb gibt es nichts, was man weiterhin dagegen sagen könnte und sagen sollte. Das ist keine Verpflichtung für solche Paare, Kinder zu haben. Auch das will ich mal sagen. Ja, ich erlebe die seltsamen Sachen, sagen, wie viele von denen möchten das dann? Ich komme dann nochmal auf meine Tochter, sagen, nee, ich bin jetzt 44, ich bin zu alt, ich will keine Kinder mehr. Gut, ist ja okay, muss sie ja wissen und das muss ihre Sabine dann auch wissen. Ich will das einfach auch ganz klar ansprechen, wie das ist, weil daraus entsteht ja so ein bisschen die Idee, das wollten nun alle und das ist überhaupt nicht so, aber die, die es wollen, sage ich weshalb eigentlich nicht. Und es gibt da ganz spezielle Situationen, wo das ja auch entstehen kann und wo das, glaube ich, problemlos aufgenommen werden kann. Die Sache mit dem Grundgesetz. Das Grundgesetz enthält den Artikel 3.2, Männer und Frauen sind gleich. Dieser Artikel ist zustande gekommen 1948, als es den Parlamentarischen Rat gab in Bonn. Und da war eine Frau dabei, Elisabeth Selbert, Sozialdemokratin, auch die da nicht hinreichend stolz sind, aus Nordhessen. Und die hat gesagt, es waren 61 Männer übrigens und 4 Frauen, die da drin waren. Nur um auch mal die Verhältnisse von damals klar zu machen. Und diese Elisabeth Selbert hat gesagt, da muss drinstehen, Männer und Frauen sind gleichwertig. Haben die Männer gesagt, nö. So, und dann abgelehnt. Dann am anderen Tag hat sie es nochmal beantragt und wieder gesagt, nein, und hat so viel geworben. Nach ein paar Wochen war es dann so, jetzt steht es drin, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Das steht drin, ist aber keineswegs schon perfekt in Deutschland. Das kann man ganz einfach feststellen, zum Beispiel an den Löhnen. Wenn Männer und Frauen dasselbe tun, mit derselben Ausbildung, haben Frauen im Schnitt 12% weniger Lohn. Die Jobs, die Frauen machen, sind alles in allem, auch wenn sie gleichwertig sind, weniger gut bezahlt. Das kann man gleich festmachen an Kita und dann Krippenarbeit. Ich sage mal, ein bisschen gefährlich für uns Männer, wenn in der Krippe und bei der Kita so viele Männer beschäftigt werden wie heute Frauen, werden die Löhne höher. Das ist so. Das ist ganz einfach so. Das heißt, und deshalb sagen wir, wir möchten in der nächsten Legislaturperiode haben, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit. Und zu dieser Idee, das ist auch... Wenn man damit anfängt, wird das quietschen, das weiß ich. Das war aber beim Fortschritt immer so. Es hat immer gequietscht, wenn man das gemacht hat. Wenn man Dinge durchgesetzt hat, wo die Gesellschaft gesagt hat, das ist eigentlich anders, das wollten wir eigentlich nicht. Und natürlich war das bei unserer Müttergeneration noch anders. Mein Vater hat gesagt, er ist Industriearbeiter, er verdient so viel Geld, dass seine Frau, meine Mutter nicht arbeiten muss. Das war der Stolz der Arbeit. Die hat natürlich gearbeitet, sie hat keine Waschmaschine und keinen Kühlschrank und alles, das gab es nicht. Die hat viel mehr gearbeitet, arbeiten müssen, im Haushalt schwer arbeiten müssen. Heute manche, aber jedenfalls, das ist anders bei unserer Töchter- und Enkeltöchtergeneration und deshalb ist es auch wichtig. Und da ist es nun davon ableitend,
auch richtig, in das Grundgesetz reinzuschreiben, dass sexuelle Identität etwas ist, was akzeptiert ist. Das muss als solches auch klar sein unter dem Gesichtspunkt der Gleichbehandlung und der Antidiskriminierung. Deshalb bin ich mit dabei, ich bin sonst beim Grundgesetz sehr vorsichtig, weil man kann natürlich alles da reinschreiben und jedes und alles, was man nicht reinschreibt, das fehlt dann wieder irgendwo dabei. Aber ich unterstütze das, ich nehme das mit. Nun will ich zu dieser Sache etwas sagen. Ja? Weil ich das ja unter Kameras tue und unter Beobachtung, will ich Ihnen sagen, ich habe eine Regel. Die Regel heißt, ich unterschreibe nie, wenn ich irgendwo bin, sozusagen demonstrativ. Bitte um Verständnis, wenn ich es einstecke, mitnehme, Sie kriegen das von mir, ordentlich unterschrieben, auf dem Schreibtisch des Parteivorsitzenden. Und ich werde das da auch gerne weitergeben bei meinen Kolleginnen und Kollegen, nur damit Sie wissen, ich mache das nicht nur mal so, sondern da ist mir die Sache zu wichtig. Ich will was sagen zu einem Problem, was ganz schwierig ist und wo ich auch keine Lösung weiß. Wir wollen ja nicht nur über Dinge sprechen, die leicht zu lösen sind. Es gibt Männer, die wegen Homosexualität verurteilt sind, auf der Grundlage unseres Grundgesetzes nach 1949. Darüber reden wir. Nach dem Stand, so wie ich das heute beurteile, wird man nicht davon ausgehen können, dass es irgendwelche Entschädigungen gibt. Aber man muss versuchen, Formen zu finden, die nochmal klarstellen, wie man das heute beurteilt. Es war so, dass das Gesetz damals so war und dass die Verurteilung seitens der Gerichte rechtens war. Das Gesetz war falsch, gar keine Frage. Und deshalb ist das ein sehr schwieriges Thema. Auch die Vergleiche, die es gibt zu der Nazi-Zeit an der Stelle. Ich will nur darauf aufmerksam machen, ich bin mir dessen bewusst. Und ich bin froh, dass dieser § 175 nun weg ist dabei, definitiv. Und es müssen Formen gefunden werden, weil das natürlich etwas ist, was Menschen geprägt hat. Da gibt es Männer, die sind verurteilt worden für etwas, was ganz klar aus unserer Sicht heute nicht Straftatbestand ist, damals aber Straftatbestand war und sie deshalb in Situationen gekommen sind, was manche Menschen zerbrochen hat. Manche Menschen zerbrochen hat. Und diese Sache mit der Suizidgefährdung, die sie eben auf die Kinder bezogen. Auch das habe ich einmal aus ziemlicher Nähe miterleben müssen. Das hat auch für andere Altersgruppen gegolten. Also es gibt auch Menschen, die das nicht aushalten, die nicht stark sind, sich zu wehren, sondern die dann zerbrechen, weil sie in ihrer Familie, in ihrer Nachbarschaft und in ihrer Freundschaft dann damit nicht klarkommen. Ich will was sagen zum transsexuellen Gesetz. Das ist auch ein besonders schwieriges Kapitel, aber auch da müssen wir rangehen. Da gibt es übrigens eine interessante Situation. Es kann nämlich Folgendes entstehen. Wenn einer der beiden Partner sich umwandeln lässt, entsteht eine Ehe. Und es besteht eine Ehe. Und dann gibt es eine Umwandlung. Und dann ist man anschließend noch Ehe, ja oder nein. Ja, ist man, meinen wir. Und damit hast du dann die Situation, dass zwei lesbische oder Schwule dann in einer Ehe leben, in die sie hineingekommen sind, von der sie aber vorher nichts gewusst haben. Eine Ehe, die es eigentlich nach unserem Grundgesetz nicht gibt, aber manchmal ist das Leben klüger als das Grundgesetz. Das ist so, das müssen wir dann mal eben sehen, wie wir damit umgehen. Also eine bizarre Situation, einschließlich Kinder, die da sein können. Es gibt ja nicht Hunderttausende davon, aber ich finde wirklich auch, dass wir an der Stelle dieser besonderen Situation genügen müssen, dass man das nicht reißerisch über den Boulevard machen muss, sondern dass man da auf der nötigen Weise mit umgehen muss. Das ist auch für solche Menschen nicht immer ganz leicht, damit umzugehen. Deshalb glaube ich, dass man hier einfach nur wissen muss, wir wollen, dass das ändert, dass das verändert wird. Und wir werden da in der nötigen Sensibilität auch damit umgehen.